Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist wahr, die seit 2009 geltende Abgeltungssteuer ist Murks. Und zwar egal, ob Sie Steuerberaterin fragen, ob Sie mit Finanzämtern reden, ob Sie mit Wirtschaftsinstituten sprechen, mit Unternehmerinnen. Sie ist bürokratisch, sie ist ungerecht und sie bringt uns noch nicht mal messbar Mehreinnahmen. Kurzum, sie gehört abgeschafft. Und ich komme zu den verschiedenen Punkten, auf die die Rednerinnen auch eingegangen sind, aber zu teilweise anderen Bewertungen als zum Beispiel Sie, Herr Krückel. Es ist zum Beispiel so, reden Sie mit den Finanzämtern, dass insbesondere die günstige Prüfung ein Riesenaufwand ist. Zweitens, sie schwächt die deutsche Wirtschaft, Herr Witzel, weil sie die Eigenkapitalbasis schwächt. Es gibt hier einschlägige Untersuchungen, beispielsweise vom DIW, die das belegen. Pro Euro, pro eingesetzten Euro spart eine Unternehmerin Steuern, wenn sie das Kapital in einer Bank anlegt, statt im eigenen Unternehmen zu verwenden. Und es gibt bereits Verhaltensanpassungen, die im Grunde dazu führen, dass Eigenkapital schlechter gestellt wird als Fremdkapital. Das hat das DIW nachgewiesen. Wie wirtschaftsfeindlich ist das denn, Herr Witzel? Ich verstehe überhaupt nicht, warum Sie das hier heute so beantragen, wie Sie es getan haben. Die Abgeltungssteuer erhöht das Insolvenz- und Überschuldungsrisiko von deutschen Unternehmen, in dem Fremdkapital eben steuerlich deutlich besser gestellt wird. Und drittens, es ist ungerecht und niemandem zu erklären, und da hat die Kollegin Andres völlig recht, dass jemand, der allein von Kapitalerträgen leben kann, maximal 25% zahlen muss und der ganz normale Arbeitnehmer, die ganz normale Arbeitnehmerin mit maximal 42,5%. Das ist ungerecht und das ist nicht vermittelbar und deswegen muss es abgeschafft werden. Von den verfassungsrechtlichen Bedenken will ich gar nicht beginnen. Ich verweise hier einfach nur ganz kurz auf das Gutachten von Professor Englisch, Uni Münster, im Auftrag der Grünen Bundestagsfraktion. Meine Damen und Herren, 2009, und da hat Herr Krückel den ersten Teil seiner Rede ja mit der historischen Herleitung völlig recht, sollte mit der Einführung der Abgeltungssteuer der Kapitalflucht ins Ausland entgegengewirkt werden. Und der Steinbrück'sche Ansatz, Sie haben das eben so schön nochmal zitiert, lieber 25% von X als 42% von Nix zu kassieren, mag einst pragmatisch gewesen sein, mag vielleicht auch klug gewesen sein, es war auf jeden Fall amüsant. Aber es war auch eine Kapitulation vor dem Status quo. Wenn ich jetzt erst mit Rücksicht auf die Kolleginnen und Kollegen etwas wohlwollender formulieren möchte, es war eine Notlösung. Auf jeden Fall ist dieser Ansatz überholt. Anlegern, die Vermögen ins Ausland schaffen, einen lukrativen Anreiz zu bieten, das Geld ordnungsgemäß, wie es eigentlich selbstverständlich sein sollte, zu versteuern, kehrt sich gerade ins Gegenteil um. Und das besonders wegen dieser nordrhein-westfälischen Landesregierung. Denn besonders durch unsere konsequente Politik sind wir auf dem Weg zu einem flächendeckenden Informationsaustausch. Und besonders durch die konsequente Politik und der Verhinderung des völlig ungerechten, skandalösen Steuerabkommens mit der Schweiz und den Ankauf von Steuer-CDs haben wir uns Schritt für Schritt mehr Steuergerechtigkeit erkämpft. Und dass wir auf dem Weg sind innerhalb der EU zu einem Informationsaustausch, das ist auch ein Großteil des Einsatzes dieser Landesregierung in Sachen Steuergerechtigkeit zu verdanken, meine Damen und Herren. In einem ersten Schritt hat dann auch der Bundestag die rechtlichen Grundlagen für den automatischen Austausch von Informationen über Einkünfte wie Zinsen, Dividenden und Veräußerungsgewinne auf Aktien beschlossen. Und ein Gesetz dieser Art wäre in den noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen. Ein zweiter Schritt steht jetzt noch aus, nämlich die steuerliche Abgeltung der Kapitalerträge dieser neuen Datentransparenz anzupassen. Und das haben wir im Entschließungsantrag der Koalitionsfraktion klargestellt. Wenn wir das endlich haben, dann kann diese völlig bürokratische, wirtschaftsfeindliche Abgeltungssteuer weg. Und das wäre auch gut so. Vielen Dank.